So, wir sind jetzt beim Fazit von dem Ganzen. Ja. Für Anhänger bis 2,5 Tonnen, was echt viel ist, das ist das Doppelte vom Fahrzeuggewicht, ja, ist es komplett egal, ob Schalter oder Hydrostat. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich meine, sicher, Einfahren und so Sachen macht in einem geringen Prozentsatz was aus, braucht man nicht diskutieren. Gell. Wer sagt, er zieht große Anhänger, 2,5 Tonnen aufwärts, der muss ich Einschalter nehmen, da braucht man nicht reden. Also der hinten, der Weg, was wir dann aufgefahren sind mit dem Anhänger, ist wirklich steil. Das ist nicht ein bisschen, das ist richtig steil. Da kämpfen wir auch mit den großen Maschinen oft. Ja. Auf der Ebene ist komplett egal, ob Hydrostat oder Schalter. Wie gesagt, bei großen Anhängern, steil bergauf, da macht es einen Unterschied bemerkbar erst. Ich kann euch auch sagen, punkto Beschleunigung, so wie vom Wegbeißen, obwohl wieder die großen Rallen oben sind, was eher negativ dafür ist. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht umgesteckt, weil man gedacht habe, ich habe das schon gemerkt beim Herfahren damals, dass es nicht notwendig ist. Ist das ein killere Fahrzeug, der Hydrostat? Und wer wirklich Wert drauf legt, die Gänge, ich habe mir das nur mal mit den Abstufungen angeschaut, wirklich notwendig ist er nicht, der 9 plus 9 punkto Gänge. Ich weiß halt nicht, warum man so viel Gänge in so kurzer Range braucht. Ja, das kann der 6 plus 2, der hat auch einen sehr kurzen ersten Gang. Wer aber das haben will, dass der ebene Boden ist und heroben die Schaltung ist, schalten während dem Fahren. Du kannst die drei Gänge schalten während dem Fahren, die drei Gruppen natürlich nicht. Aber ihr müsst es für euch abwägen, wenn ich unbedingt einen Schalter haben will, ist mir der Aufpreis vom 6 plus 2 wert, eben die paar kleinen Vorteile. Der flache Einstieg, die Schalterei oben, viel mehr sehe ich leider nicht, so leid es mir tut. Klar, der Shuttle XL 9 plus 9, ich weiß jetzt gar nicht, wie man richtig dazu sagt, schaut einen dicken cooler aus, wegen den Kotflügeln und wer einen dicken Gresser ist vom Getriebe her. Ne? Weil der Radstand, was ich weiß, ist zum 6 plus 2 antiken Gresser zu den HSD und den 9 plus 9. Aber ansonsten, Leute, seid mir nicht böse, aber mit dem habe ich selber nicht gerechnet, dass sie eher so gut schlagt. Ja. Und ich habe das wirklich versucht, objektiv zu betrachten. Und meiner Meinung nach hätte er eher den Vorteil von den kleinen Rahmen viel besser nutzen können. Ja. Also. Meine Meinung, ich bleib dabei, ich bin Hydrostatverfechter, vor allem bei so einer Fahrzeuggasse. Wer das nicht will, es hat natürlich Nachteile, wenn ich jetzt in der Früh starte, bei minus 10 Grad und schnell scheren will, ist er natürlich die erste Viertelstunde wirklich, wirklich, wirklich unwillig. Er will nicht das Öskalt, alles wehrt sich und tut. Ja. Da ist natürlich der 9 plus 9 im Futter. Wie gesagt, das sind jetzt meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich habe euch überall mitgenommen. Ich habe da jetzt nichts dazu geschwindelt, erfunden oder sonst was. Ich habe versucht, das wirklich objektiv zum Darlegen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe mir echt viel Mühe genommen und habe echt wirklich viel Zeit investiert in das Projekt. Und auch zum Teil Geld, weil die Spritpreise heutzutage brauchen wir auch nicht diskutieren. Ne? Nur mal vielen lieben Dank an die Firma Rauner. Man muss einmal einen Händler finden, der das mitmacht und mitspielt, und ich habe auch schon geredet mit ihm. Wir kriegen im Sommer vielleicht ein paar Geräte zum Probieren etc., auch vielleicht einen anderen Traktor noch, keine Ahnung. Schauen wir, wie viel Zeit das ich auch habe. Aber war eine coole Videoreihe auf jeden Fall, das Gesamtpaket, und hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel dazu gelernt auch. Und Gott sei Dank, ich habe so Angst gehabt, dass mich ich einfach falsch entschieden habe mit meinem Traktor. Und tatsächlich alles richtig gemacht für meine Zwecke. Ne? Wie gesagt, ich bin kein Anhängerzieher damit. Ich habe ein Auto, was das kann. Ja, in diesem Sinne, so, bedanken wir uns mit dem Ärmel nicht vergessen. Nochmal vielen lieben Dank für die ganze Aktion. Und ja, ich werde jetzt noch Traktor putzen und fürs Wegbringen herrichten. Und dann mit meinem wieder auf die Reise gehen, heim zu mir. Also, macht es gut. Abonnieren, liken, kommentieren bitte nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Viertag.